wie der Hunde, wie der Helfer wegläuft, immer mehr. Und am Schluss sucht der Hund dann stundenlang im Wald bei Brücke in der Hitze für dieses Spiel und für nichts anderes arbeitet. Unser Hund, wie gesagt, der Mensch ist wurscht. Es geht um den Spaß an der Freude. Danke ganz herzlich, der Oskar hat sich sicher einen Applaus verdient. 1,5 Jahre unter der Belastung arbeitet er super. Er wird super, wenn er fertig ist. Ja, und jetzt, wenn es der Frau von euch gesehen links rüber schaut, den Wolfgang und den Ismo in der Gegend rumfliegen. Der Ismo ist ein Golden Retriever, 7 Jahre alt und auch natürlich ein Rettungshund. Auch das will trainiert und gelernt werden. Und ich gebe es zu, nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, da in der Gegend rumzufliegen. Da geht es auch wieder darum, dass der Hund wahrscheinlich ein irres Vertrauen haben muss zu seinem Hundeführer. Ja. Sonst würde sich wahrscheinlich das auch nicht anfangen. Also das trainieren wir natürlich mal mit 1 Meter über der Erde ganz langsam. Und ich weiß, dass sowohl der Wolfgang als auch der Bismo jetzt durchaus auch einfach mal Herz klopfen kann. Das weiß ich, auch wenn sie ja nicht das weiß, auch wenn sie das jetzt schon sehr, sehr oft gemacht haben, ist das spannend. Der Witz der Sache ist der, das kann uns passieren, dass wir mit dem Helikopter ins Einsatzgebiet fliegen müssen. Und wenn der Hund dann psychisch zusammenfällt, ob das Stress ist, dann geht es nicht. Der muss nach dieser Belastung jetzt suchen können. Der muss jetzt eine Versteckperson, die jetzt da beim Holzstoß schon sitzt, dann durchaus auch hoffentlich freudig anlaufen. Sorry, eine ganz blöde Frage, aber hier sind so viele Menschen, nicht? Also jeder Mensch, der hier da ist auf diesem Platz, ist ja theoretisch das Spielzeug, ja. Nicht? Die Weise ist, dass er genau dort suchen muss oder dass er genau diese Person suchen muss. Also prinzipiell, wenn wir zum Beispiel, wir arbeiten ja sehr viel mit den Feuerwehren zusammen, dann kann ich dem Hund schon sagen, mein Hund hat gelernt, die Leute in der Feuerwehruniform, die kannst du schenken. Die brauchst du nicht zu suchen und die in diesem Quanten in Rot, die brauchst du auch mal nicht prinzipiell zu suchen. Die wären jetzt alle potenzielle Opfer, wenn der Hund zu euch rennt, freundlich lächeln und streicheln und brav bist sagen. Aber suchen genau, sollten die Franziska und in dem Fall haben wir es dem Hund vorher gezeigt, sonst hätte der keine Chance. Wie soll denn der wissen, wen von euch wir meinen? Aber stehende Personen lassen wir die Hunde auch oft nicht verbellen. Aber wenn sich jeder, der jetzt hockert, ist ein potenzielles Opfer für uns. Und die stehen, wissen wir, sollten frei sein. So, die beiden fliegen da jetzt langsam runter, lassen sich kontrolliert abseilen. Ja, langsam, passt sie weg, gut auf Wolfgang auf. Aber super, Gizmo, der Held ist eigentlich der Gizmo in der ganzen Geschichte. Der macht das ziemlich cool, ne? Zumindest nach außen hin. Hat er seinen richtigen Flugsack? Er hat einen richtigen Flugsack und der Wolfgang hat auch ein ganz ein tolles Geschirr, wenn ihr euch das anschaut, ein sicheres von Mark Safe Life. Die machen ganz tolle solche Rettungsgeschirre, wo auch der Hundeführer sicher drinnen hängt. Was wichtig ist, es kann sich auch passieren, dass der Hund zu strampeln beginnt, was sehr unangenehm ist, kann man sagen. So, Wolfgang. Und er ist jetzt sofort bereit und ja, das werden wir jetzt sehen, ob er bereit ist oder nicht. Schauen wir mal, aus die Schaffer sich noch. Ausziehen darf er sich noch, das muss er, und er muss auch eine Kenndecke aufsetzen, anziehen, weil wir ja sehr oft im Wald arbeiten und sonst der Förster da missverständlicherweise glauben könnte, einen wilden Hund vor sich zu haben. Also Kenndecke sind so unsere Lebensversicherungen für die Hunde. Und ja, die darf er sich noch anziehen und dann wollen wir mal sehen, Wolfgang. Wir haben eine Person verloren, Wolfgang, Kind, schnell, Stress. Und der kriegt jetzt eine Art Einsatzbefehl? Der kriegt jetzt einen Einsatzbefehl, Such Revier oder Such oder so irgendwas. Und sollte jetzt was tun. Besucht uns einmal hier auf der Bühne. Nett von dir. Nein, da ist man, Schatz. Ich bin es nicht. Hallo, da ist man. Nein, da ist es auch nicht. Es kriegt